Hallo, da sind wir also wieder bei Dawn of War 2 Retribution im Multiplayer. Hi. Und diese Stimme kennen wir doch auch irgendwoher. Und dieses Gesicht und diesen Namen, das ist Jericho LP, der hier Hi. wieder mit dabei ist. Ja, und der heute auf einem heiligen Trip ist. Hi, ja genau. Also nee, eigentlich nicht, aber ich hatte jetzt mal vor, auch wieder ein bisschen mitzumischen und so. Und ich werde jetzt auch mal einige Ratschläge beherzigen bezüglich. Ich nehme mal den da in der Mitte, oder Ja, machst den mache ich schon mit meinem du Gardisten. schon. Nehmen wir mal ein paar Ratschläge von ihm wahr, weil mir war die imperiale Armee bisher mehr so als, ach komm, bau mal total viele Einheiten und werd die überhaupt nicht auf. Wird schon irgendwie funktionieren. Hat auch irgendwie funktioniert, aber nicht ganz so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Wie viele Spiele hast du bis jetzt gewonnen? Ich habe auch im Multiplayer gegen menschliche Spieler schon Spiele gewonnen. Okay, mit der Imperialen Armee. Mit der imperialen Armee. Okay, ich habe mit der Kombination von Imperialen Armee, die du spielst, im Multiplayer noch nie gewonnen. Sage ich auch ganz ehrlich. Mit der Elder-Kombination, die ich jetzt spielen werde, habe ich schon öfters gewonnen. Naja, das ist Und ja zwar einfach, sinnvoll, weil. dass du wieder ein Spiel ist. Ich werde allerdings bei meiner Taktik bleiben, dass ich am Anfang keinen einzigen Energiepunkt für irgendwelche Upgrades aufwende, sondern ich will wirklich so schnell wie möglich auch in die zweite Tech-Stufe kommen. Ich guck mal da oben. Ich duelliere mich hier gerade mit dem Ork und gewinne. Genau, er flieht. Ich Ja. mache das Duell da unten ein bisschen nach, aber mit einem ganzen Ork-Trupp gegen einen ganzen Impi-Trupp. Außer dass er irgendwie nichts macht, außer rumzustehen und ich nichts mache, außer auf Entfernung zu ballern. Weshalb dieses Duell irgendwie, ja, interessant ist. Oh. Mit Orks und Markov zusammen ist es nicht gerade das unbedingt das Intelligenteste. Nein, du solltest dich da Und lieber ich zurückziehen. glaube, ich ziehe mich da mal zurück mit meinem einen Trupp und Da unterstütze unten die sind mal. ein paar Kultisten, die meine Energiestellung einnehmen. Das mag ich nicht. Ach, sag bloß, Und da sind hättest du noch was gemacht. ein paar Orks. Was machen die denn da oben bei dem Norden? Ach, jetzt weiß ich, Slots sammeln. Wie, was, dreckige Ketzer hier am Kontrollpunkt? Sag mal, lass es sein. So spielen wir aber nicht, ne, Leute? Also gegen Ketzer im Nahkampf ist es seltsamerweise auch für meinen Kommandanten etwas kompliziert, weshalb ich mich jetzt. What the fuck, Interessanterweise ziehen tot? die sich zurück, sobald sie im Nahkampf angekommen sind. Deswegen ist es für mich gerade nicht kompliziert. Ja, für mich gerade schon ein kleines bisschen, Sag mal, wo aber. sind denn überall gegnerische Trupps? Das kann doch nicht wahr sein. Mir fehlt gerade eindeutig Energie. Ja, mir auch, aber ich sehe gerade nicht, wo. Ach, ich könnte da unten noch eine Energiestation aufbauen. Warte, dann mache ich das gleich auch mal. Ach, blöder Chaos-General, der gerade versucht, meine Trupps zu schnetzeln. Ihr Truppen bleibt mal ganz kurz da stehen, damit der euch im Nahkampf duellieren kann und ich ihn mit meinen Fernkampfwaffen ausschalten kann. Hört sich doch noch eine Idee an, oder? Impis, was sagt ihr dazu? Da seid ihr doch gleich dabei, ne? Da kommt übrigens gerade ein verwundeter Chaos-General hochgelaufen. Naja, egal. Sag mal, Mischlingstrupps hier aber nicht, ne? Nicht mit Orks und Neufamilien gleichzeitig angreifen. Das finde ich nicht witzig. Ja, macht mir meinen Energiepunkt kaputt, den ich gerade eben erst so gebaut habe. Ja, dafür gibt es aber echt aufs Maul. Ja, und jetzt können ein paar meiner Trupps nicht mehr kämpfen und dann ist der eine Trupp ganz tot. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, als wollen die mich verarschen. Hallo. Warum töten die eigentlich meine Trupps immer? Ich lasse Rückzug, bringt ihr zu, sich zurückzuziehen und nicht einfach weiter rumzustehen und sich abballern zu lassen. Ja, also im Normalfall. Ja, aber was soll denn der Kack? Also ganz ernsthaft, wieso machen die jetzt gerade überhaupt nichts, was ich von denen will, dass die machen? Ja, und dann ziehen die sich zurück und natürlich kommen sie dann alle lebend raus. Gibt es da irgendwie einen Zufallsfaktor für?
sollten wir eigentlich ausschalten. Eigentlich nicht, soweit ich weiß. Ja, jetzt kommen hier die Orks an und dann kommen da wieder die Ketzer an und dann kommen noch bestimmt jetzt wieder irgendwelche Neues Marines, die ich ja gerade eben nicht ausgeschaltet habe. Mal. Also du kannst dich auf jeden Fall nicht beschweren, weil die definitiv gerade alle bei mir sind. Ja, ich beschwere mich auch nicht. Ich kann mich sehr schön aufbauen, muss ich sagen. Ja, das ist schön. Ich verliere nur alle Trupps. Ohne, ja, und schon wieder einen Trupp verloren, ohne dass ich sie ordentlich zurückziehen konnte. Was soll denn der Mist? Also ich krieg gerade total aufs Maul von denen, weil die sich gerade beide darauf versteift haben, unbedingt mich. Ja, toll, mach deine komische Spezialkraft, dass ich null sehe. Ja, ist bei mir gerade auch. Aber das hilft ihm trotzdem ja, sehr. Ja, und wenig. Dann... Ich glaube, es hackt. Machst ein Upgrade und die machen es dir sofort wieder kaputt. Jetzt reicht's aber hier mal, es wird hier mal aufgestampft. Ja, ich gehe jetzt auf Tech 2, hol mir Warp Spin und dann sind sie am Arsch. Ja, ich würde gerne irgendwie was machen können, aber ich krieg nie irgendwelche Einheiten. Okay, pass auf, ich komm rüber und unterstütze dich. Ja, das wäre mal nett, weil ich kann nichts machen. Ja, jetzt kommt wieder neues Marines. Ja. Ja, das hätte das jetzt auch gleich wieder tot, ne? Schießt du auch mal auf den Chaos-General, der da rumsteht und gerade das Gebäude schrottet? Ja, und schon wieder das Ding kaputt. Ich weiß es gerade echt nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ja. Du bist alleine gegen zwei, das ist etwas kompliziert. Das ist nicht nur kompliziert, das ist aber gerade völlig unschaffbar. Jetzt langt sich hier erst wieder nach Hause. Könnt mich doch mal. Oh, jetzt wo ich komme? Ja, jetzt wo. Ja, weil ich jetzt erstmal mich gerne mal einmal aufbauen würde, den Sentinel reparieren würde, den Generalfeldmarschall ausrüsten würde. Und mehr will ich auch eigentlich gar nicht machen. Und dann natürlich auch ein paar Sachen bauen, aber mehr nicht. Ach so. Ja, ich rette ja auch deine Truppen da. Ja, ich verpiss mich jetzt hier, bevor die mich komplett verschnetzeln. So, und jetzt gibt's Warp-Spin. Okay. Ja, wie gesagt, ich hink jetzt total hinterher. Ich habe noch nichts aus Tech 2. Ich muss erstmal wieder anfangen, die ganzen Sachen einzunehmen. Ja, Rüstung könnte mir auch nicht schaden, ne? Das stimmt wohl. Ja, jetzt hatte ich vorhin zu viele Anforderungspunkte, jetzt habe ich zu wenig. Das ist echt komisch. Ja, bei mir auch gerade. Warum haben wir die jetzt aufgehört mit dem Einnehmen? Will ich doch gar nicht. Bei mir auch so, aber wird sich jetzt auch gleich wieder einpendeln. Hat jetzt da oben was eingenommen? Ja, seit wann haben die Entdeckung? Ach, das ist dieses komische Kraftfeld da. Ja, wieder witzig. Haben Sie dadurch Deckung oder die? Sie, weil ich nicht dahinter komme, weil dann mich ansonsten seine Mosha-Boys total kaputt machen. Ups. Ich hatte es eigentlich ursprünglich für mich gebaut, also tut mir leid. Ja, nee, das ist voll in Ordnung. Family Fire und so. Also als einziger aus meinem Gardistentrupp ist der Runenleser verreckt. Ja, das macht Sinn. Wenn einer verreckt, dann immer der blöde Runenfresser, Runenleser. Bobfried hier. Komm, ich nenne Chaos-General jetzt nur noch Bobfried. Jetzt kommen die da oben schon wieder. Also ich würde jetzt gerne hier unten mal meine Flanke ein bisschen unter Kontrolle bringen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich habe gerade gegen Kultisten gewonnen. Das freut mich jetzt, auch wenn es nur Kultisten waren. Gut. Ja, Bazookas. Ich habe ja so Angst. Ich gewinne gerade gegen ein paar Mosha-Boys.
Vor allem, die ziehen sich halt einfach immer zurück, das waren dann sofort. Ja, komm, ja, genau, noch ein neues so. Marine-Attacken. Ach, da haben sich die ganzen neues Marines die ganze Zeit versteckt, ja dann. Kultisten. Ich mach mal kurz einen Stampfer. Mit meinem Sentinel. Soll dann erstmal ein bisschen entgegenwirken. Ich mache hier gerade irgendwie nur noch Kommandantenduells oder wie auch immer man nennen soll. Ich mache halt einfach nur noch Scheiße. Weil ich dauernd irgendwo beschäftigt bin, an irgendwelchen Fronten zu kämpfen. Weil die einfach mal plötzlich hinter mir stehen und dann wieder neben mir und dann wieder an der Front. Und die einfach immer fliehen und dadurch immer wieder die Trupps wieder hochheilen können, die Behinderten. Na gut, das ändern wir jetzt. Und zwar mache ich wieder meine Warp-Spinnen-Taktik. Hört sich schon mal grundsätzlich intelligent an. Und die Gardisten, die schicke ich so ein bisschen zu dir. Hört sich hier auch relativ intelligent an. Und warum sollte ich bitte für einen, also ganz ernsthaft mal, warum sollte ich jetzt bitte für einen Raketenwerfer, für den Sentinel 40 Energie bezahlen? Jetzt sehe ich gar nicht ein. Ah ja, der Chaos-General ist tot. Ah, das hört sich gut an. Und ich sehe wieder nichts. Geht mir genauso. Weißt du, du siehst nichts, dann spawnen die ganzen Dämonen und du denkst dir einfach nur, ja, besser kannst du ja gar nicht mehr kommen. Und mein Sentinel ist gleich tot. Ah, was sind denn das für behinderte Dämonen? Ja, ich weiß, ich habe den selber gespielt, aber trotzdem, die hielten irgendwie bei mir weniger aus. Oh, da sind Kultisten. Nach dem Motto, wo? Abschnitze, Plätze, Plätze. Mach ich ja gerade. Ja! Komplett tot, glaube ich. So, mir reicht's jetzt endlich mal. Vorsicht, von hier kommen Chaos Marines. Da kommen Chaos Marines? Okay, ja, cool. Ich habe die da in den Schatten reinlaufen sehen. Da, ja, genau, da sind sie. Ich guck gleich. Ja. Ich habe auch gar nicht total viele Trupps gerade verloren. Nee, ich mach die Chaos Marines schon. Ja, gut, ich meine nur, weil irgendwie kriege ich wegen dem einen Chaos-Dingen schon total viele Trupps, also Verlust dieser von Männern. Ich brauche jetzt erstmal einen Funker, damit er mir meine ganzen Leute wieder aufrichtet. Und ich muss endlich mal mit den ganzen Fähigkeiten vom Generalfeldmarschall klarkommen. Ich mache die irgendwie nie. Also die Chaos Marines ziehen sich zurück, aber... Da ist ein Pickup von den Orks. Ich wette, der hat irgendwas geladen. Naja, die ich sehe, ist die haben Bazookas. Oder wie sie nennen, Bazookas. Oder so ähnlich, oder? Genau, Bazookas. Das wäre auch mal ein Name für einen Teil. Halt, halt. Wo war der Pick-up? Mal einer von ihnen ein bisschen stationär bleiben. Der Mech ist wirklich zu viel verlangt. Falls es dich irgendwie beruhigt oder so. Ach, die haben da einen Rohrbanner. So, weg mit dem Pickup erstmal. Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, gut, guter Pickup, guter Pickup, guter. Bam, bam. Ah, weg mit Pickup. Ja, mussten mal wieder sein, weil ich hab halt irgendwie so. Ich meistens im Trio. Ja, ich kann es mir meistens im Trio nicht leisten, weil ich dann schon zu Dreier attacken will. Und so effektiv sind wir dann auch irgendwie nicht mehr. So. Ja, jetzt laufen sich erstmal die Dämonen weg. Wo sind wir jetzt? Ich hab jetzt eben mal. Der Chaos-General lungert hier gerade wieder rum. Aber ich hoffe, es stört dich nicht. Ich habe eine Bazooka getötet. Jetzt bin ich hier gerade wieder an den Kultisten. Ich finde es schön, dass die keine Panzer bringen. Gegen Panzer wäre ich jetzt nicht so effektiv. Aber gegen ihre ganze Infanterie-Horden bin ich extrem effektiv. Okay, ja, ich muss halt nur mal aufpassen, weil die sich dauernd irgendwo in der Gegend rumwerfen. Und mittlerweile kann ich mehr Anforderungspunkte brauchen als Energiepunkte. Kannst du mal den Anforderungspunkt da oben irgendwie einnehmen? Warte, den da? Ja, mach ich. Das wäre auch irgendwie hilfreich. Klar, kein Problem. Soll ich dir mal Deckungen bauen? Nö, nicht unbedingt. Ja, da verschanzt sich immer nur die Orks. Ach so.
Na gut, ja, das Problem war Deckung. Halt. Ah ja, da sind wieder ein paar Chaos Marines. Erster Tod. Irgendwas, was total viel Energie kostet, aber wenig Anforderungspunkte. Dann würde ich es mir jetzt nämlich holen, weil jetzt habe ich total viel Energie, aber wenig Anforderung. Die bauen hier Chaos-Schreine und die bauen irgendwie ziemlich viel stationäre Verteidigung. Ja, ist ja auch sinnvoll bei dem ganzen Angriff, den wir da machen. Und ja. Ich sehe schon wieder nix. Kann mal einer von diesen behinderten Typen aufhören? Aber da sind die Noise Marines, ich sehe die Noise Marines. Wer hat denn die Verdunklung befohlen? Wer hat denn hier die Verdunklung befohlen? Noise Marines, erster Noise Marine tot. Ja genau, und beim zweiten mache ich so gut wie keinen Schaden. Zweiter Noise Marine so gut wie tot. Zweiter Noise Marine tot. Geht doch. Ich bräuchte auch nur noch so einen ganz kleinen Bug, wo ich dann diese Geschosse vom Manticore abfeuern kann. Aber wenn ich den Manticore dann bewege, dass der Angriff praktisch zunichte gemacht wird. Das heißt, dass dieses Symbol da weg ist, also dass nicht weg ist, also nicht aufladen muss, sondern ich die Raketen halt immer noch habe. Ich den Angriff aber nicht ansage, aber dieses rote Symbol auf dem Boden erscheint. Das ist ja total witzig. Das wäre wohl echt witzig. Ja, aber das könnten dann eben auch andere machen. Ja und? Das kannst du doch in Company of Heroes als Deutscher machen. Das geht. Du kannst irgendwie dann total viel auf die Karte legen. Du kannst irgendwie 100 Millionen Dingens machen. Also 100 Millionen von solchen. Ja, Skype, guten Tag. Also wie gesagt, du kannst halt einfach 100 Millionen solcher Artillerieschläge anfordern. Und irgendwann, wenn der Gegner nicht mehr drauf reinfällt, dann einen echten. Also fällt er am Ende doch drauf rein. Ja genau, nur dass wir halt am Anfang praktisch nur, übrigens da ist ein Chaos-General, der geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ah ja, wo? Ja, da wo mein Panzer steht. Ich bin noch nicht für den Panzer. Seit kurzem, ich muss nur gerade zurückfahren.